dass wir diese Woche kein Doodle Transform spielen müssen. Stimmt. Das freut mich schon sehr. Boah, wie traurig. Es ist Mann, findest du das traurig? So ganz bestimmt nicht. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Ja, das war's. Danach weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Sagt der, der älter ist als ich. Leute, ich laufe. Also ich laufe hier gegen die Wand. Was? Du bist älter als ich. Ja, das würde ich jetzt auch wie sagen. Wie alt bist du nochmal? Wie alt bist du nochmal? 56? Ich bin. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Rainbow Friends Chapter 2 Challenge. Heute die Challenge mit Lena, die Nicht-Stehen-Bleiben-Challenge. Das heißt, es ist die Nicht-Pause-Challenge. Wir dürfen heute die ganze Zeit nicht stehen bleiben. Das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht verstecken, ne, und da drinnen bleiben. Wenn wir in die Kiste gehen, müssen wir halt auch in die Box, müssen wir halt auch uns die ganze Zeit bewegen und so. Du hast es verstanden, oder? Einfach nicht stehen bleiben. Einfach nicht stehen bleiben. Einfach die ganze Zeit laufen. So, ab jetzt. Let's go. Das heißt, du bleibst die ganze Zeit auf W. Und ja, versuchst mal zu entkommen. Einfach also nicht laufen, stehen bleiben. Einfach laufen, laufen. Also, ich muss folgende Sache sagen. Also, Lena, Danja ist ja diese Woche im Urlaub. Lena. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, und es ist ja auch so, dass wir, wenn wir im Urlaub sind, wir vermissen uns ja schon so ein bisschen, ne? Zumindest nach ein paar Tagen, oder? Mhm. Natürlich. Uns alle wirklich, also auch wenn Tom im Urlaub ist oder du, ne, ist wirklich so, hallo Green, wir vermissen uns. Oh, du vermisst mich auch. Eine Sache muss ich natürlich sagen, die mir trotzdem sehr gut gefällt, daran, dass Danja im Urlaub ist, ist, dass wir diese Woche kein Doodle Transform spielen müssen. Stimmt. Das freut mich schon sehr. Boah, wie traurig. Es ist Mann, findest du das traurig? Ganz bestimmt nicht. Nicht. Okay, letzte Glühbirne wurde eingesammelt. Das heißt, erste Stunde, wir sind auf dem öffentlichen Server. Also wie gesagt, diese Woche kein Doodle-Transform. Also es wird was kommen, definitiv bei Danja. Aber wir müssen es diese Woche nicht spielen. Und das freut mich schon sehr. Das freut mich wirklich schon sehr. Eine Woche kein Doodle-Transform, das ist wirklich Urlaub, Leute. Es ist wirklich, Leute. Es ist wirklich. Hallo, was ist denn mit der letzten Glühbirne? Bring sie zurück. Ach, hat die jemand? Ja, die hat jemand. Oh ja, okay. Aber Green will jetzt nach da vorne. Oh, moin. Hallo. Aber er läuft zumindest nach da vorne. Das passt. Komm, hurry up. So, yes. Okay. Erste Stunde war easy. Da jetzt nicht stehen zu bleiben, das ist jetzt auch nicht so schwer, weil, wie gesagt, ist auch nicht viel los. Ich drück die ganze Zeit einfach nur auf W. Ich bin nicht einmal runtergegangen. Ja, so soll das auch sein. Das ist heute die Challenge. Nein, jetzt auch in der Sequenz einfach die ganze Zeit. Ist gar nicht so schwer. Ja, es geht. Also wie gesagt, gerade geht's noch, weil halt auch nicht so viele Leute, also nicht so viele Monster da sind, Rainbow Friends. Manchmal bleibt man so an der Wand stecken, das ist ein bisschen was anderes. Genau, wollte ich gerade sagen, also ich bleibe nicht stehen. Leute, wenn ihr es sehen könntet, ich drücke wirklich pausenlos hier auf W, dann ist es wirklich, dass mein Avatar hier irgendwo hängen geblieben ist, aber ich laufe. Laufen kann ich gut, laufen kann ich sehr gut. Oh, aber ich habe nur einen Gaskanister. Oh, da ist Green, ja moin. Hallo, Yellow. Ich höre Blue. Nicht gut. Okay, ich habe schon 6 Stück zurückgebracht. Wo hast du die denn alle gefunden? Ja, ich würde mal gerne ein paar finden. Ach, hallo, Blue. Oh, Blue ist da. Gar nicht gut. Ich verschwinde wieder. Oh, der verfolgt ja eher mich, also. Mach dir mal keine Sorgen. Vor mir hat auch noch jemand ein paar, glaube ich. Ich hoffe, ein paar viele. Vorsicht, Blue kommt. Hallo, Blue. Bist du jetzt gerade die ganze Zeit im Kreis gelaufen? Nö, ich bin kurz nach unten, habe ich gesehen, dass Blue euch verfolgt, dann bin ich wieder nach oben. Also ich bin jetzt nicht im Kreis rumgelaufen. Achso, ich dachte, du nur ein? Jetzt tut mir leid, ich finde die anderen nicht. Was ist denn mit dir los? Was soll das denn mit dir los? Ich laufe hier wirklich, ich laufe links rum dann mal. Oh, jetzt kann ich hier nicht mehr, oh, jetzt muss ich laufen, ich muss laufen. Nein, kriechen darfst du hier auch, Du bewegst dich ja noch, du bleibst ja nicht stehen. Ja, aber ich bin ein Profi, ich kann das auch ohne kriechen, siehst du. Ja, klar. Du bist ein Profi. Wünschst du dir wahrscheinlich. Auch. Also so oft, wie du letztens gestorben bist, weiß ich ja nicht. Was denn los? Lauf doch zu Yellow. Du bist doch der Profi. Willst du nicht fliegen? Nö, eigentlich nicht. Ja, irgendwer muss dieses Mal den Danja-Move bringen. Tut mir ja leid. Ich glaube, dafür bin ich nicht so. Weil Danja fliegt ja ultra gerne mit Yellow. Ja, wo ist denn jetzt hier noch unfreiwillig. Der Oh Gott, jetzt kommen die alle. Irgendwer hat doch den Gaskanister, kannst du mir doch sagen. Irgendwer hat ihn doch.
Er müsste, ne? Oh, Green. Ja, moin. Hallo. Oh, hier ist gut was los. Das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut. Nö, bei mir ist freie Bahn. Ich hab frei. Hä, die sitzen jetzt wirklich alle auf dem Tower? Ja, anscheinend. Warum? Das frage ich mich auch. Könnt ihr jetzt mal bitte das Item zurückbringen? Hat denn einer von denen Gaskanister? Es ist links. Jai! Es wurde eingesammelt. Ich hoffe, es wird auch zurückgebracht. Hallo, Yellow. Ja, sehr gut. Okay, bisher läuft's ganz gut. Wir wurden noch nicht erwischt. Ich bin zufrieden. Ja. So, jetzt sind wir bei den Lookies. Okay, ich muss mir mal merken, Yellow fängt gefühlt immer auf dieser Seite an. Warum laufe ich immer wieder in diese Richtung? Ich weiß es nicht. Okay, im Fluss ist auf jeden Fall ein Looky. Den habe ich auch. Oh, zwei Lookies sind. Einer ist auch am Wasserfall, Lena. Ja, aber... Oh, hä? Was war das denn für ein Glitch? Was passiert? Was war das denn für ein Glitch? Da war gerade noch ein Looky und dann auf einmal war der weg. Aber es hat ihn auch niemand genommen, der war einfach weg. Das kann sein. Das war ein Glitch, würde ich jetzt mal behaupten. Wie gesagt, beim Wasserfall ist noch einer, den schnappe ich mir jetzt vielleicht mal gerade. Ja, ich gucke nochmal, ob da noch ein zweiter hier beim Schloss war. Nee. Sieht nicht danach aus. Okay, da ist Blue. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Ah, okay, am Wasserfall wurde auch eingesammelt, sehr gut. Oh, das war ein Fehler. That was a mistake. That was a bigger mistake. Was hast du gemacht? ich bin direkt hinterher gesprungen, weil ich dachte, Blue würde ja eh dich jagen. Nee, Pech gehabt. Er hat sich gedacht, fangen wir mal die Lena. Tja, das ist natürlich Pech. Ja, hä, ich dachte, du hast einen. Nö, sie hat den. Das war der vom Wasserfall. Schau mal hier unten, wie es hier unten aussieht. Ja, ist okay. Ein letzter noch. Ich schau mal bei Purple. Sag mal, hat mein Spiel irgendwie einen Glitch, Leute? Könnt ihr mir das mal sagen? Was ich? Oh. Aber was meinst du denn? Ich sehe manchmal hier Dinge im Spiel, wo ich mir denke, das ist doch nicht mehr normal. Ja, ist Montag, bestimmt deswegen. Ja, aber wirklich, also. So, auch das haben wir geschafft. Jetzt sind wir bei Sü. Und natürlich können wir nicht die ganze Zeit laufen bei der Achterbahnfahrt. Das ist natürlich was anderes. Ich muss leider kurz Akku wechseln, meine Damen und Herren. Ich werde mich sofort danach bewegen. I promise. Ich beeile mich. Ja, alles gut. Ich mache das so lange. Hier befindet sich gar nichts. Das ist nicht sehr gut. So, und weiter geht. Weiter geht die Fahrt. So, wieder nur laufen. Nur laufen. Es tut mir leid, ich musste den Akku wechseln. Okay, ich habe schon 4 Sugar Packs. Was? Was? Ich will auch. Oh. Ja, Yellow hat mich aber. Na gut. Das passiert ist jetzt manchmal. Aber nicht so schlimm. Oh, Green. Wenn ich Green, Green, Green. Ich schaffe hier abzuspringen. Ich sehe noch eins. Ja, dann sammel mal ein. Ja. Oh ja, Blue ist da. Hallo, Blue. Oh. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Ja, das war's. Danach weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ist das von, ist das eigentlich von... Ach, von wem ist das nochmal? Es liegt mir auf der Zunge, ne? Ist das nicht von Lionel Richie? Jo, Lionel Richie, yes. Ja. Boah, alter Song, aber sehr man kennt's einfach. Fast so alt man wie Lena. Es. Sagt der älter ist als ich. Leute, ich laufe, also ich laufe nur gegen die Wand. Was? Du bist älter als ich. Ja, das würde ich jetzt auch wie sagen. Alt bist du noch mal? Wie alt bist du nochmal? 56? Ich bin, bin ich. Okay. Ich bin 33. Ich bin nicht 33, aber ich bin 32. 56. Ich werde erst 33, okay? Entschuldige. Wenn, dann bitte richtig. Okay, so, hier müssen wir uns auch einmal noch kurz bewegen, aber in der Achterbahnfahrt wird das wahrscheinlich ein bisschen schwer. Wir können natürlich über die Gleise laufen, aber das Problem ist, man wird irgendwann zurückgesetzt in die Achterbahn. Dementsprechend endet die Challenge hier. Hallo! So, okay, ich fahre hier. Haben wir ganz gut geschafft. Ich ein bisschen besser als du, tatsächlich. War ja klar. Ja, aber du hast es auch okay gemacht. Wir sind zufrieden.
Ich hab's okay gemacht. Also einmal bitte in die Kommentare, wer für Team Lena ist und wer für Team Kahn ist. Aber seid fair, okay? Wer hat's heute ja, besser gemacht? Ja, nur weil ich den Akku wechseln musste, bin ich einmal, musste ich ja stehen bleiben. Ja, aber sonst das gehört halt dazu. Das warte mal, du wurdest von Yellow erwischt. Das hättest du vorher wissen müssen. Kahn wurde von Yellow erwischt, ich von niemandem. Also ja, aber ich bin ja nicht gestorben. Ja, aber du wurdest erwischt. Ja, aber das heißt ja nichts. Ja, das heißt sehr viel. Nämlich, dass ich besser oder war. Wir gucken einfach mal, wer wie viele Items zurückgebracht hat. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr zurückgebracht. Ich kann sagen, was ich will, Kahn. Du würdest irgendwie immer irgendetwas hinterherhauen. Diese Kristalle, ne, sehen richtig schön aus hier. Ich gehe mal durch den Wasserfall. Ja, ich weiß, bei dir ist dann immer Waschtag hier bei Rainbow Friends. Ja, wenigstens wasche ich mich im Gegensatz zu dir. Boah. Gut, einmal dass im uns Sommer ein paar Kilometer reicht. Trennen. Ey, den Geruch könnte ich nicht aushalten im Büro. Einmal im Sommer reicht. Oh Gott. Dann sagst du noch mal, dass deine Füße nicht stinken würden. Das tun sie tatsächlich nicht. Das Leute, schaut mal bei Danja vorbei, da gibt's auch was Nettes über Kahns. Stinkende Füße. Was? Ja. Wie eklig seid ihr denn? Ja, du kannst gerne auch mal reinschauen. Danke. Das ist ein Blockbuster-Film. Mehr sage ich dazu nicht. Ich verzichte. Das ist ein Blockbuster. Ich verzichte. Hey, du landest im Weltall. Das hat was mit Weltall zu tun. Also ja, trotzdem, es ist ekelhaft. Lena. Das ist ja richtig eklig, ey. Ach, findest du dich selber jetzt eklig, weil... Nein, das hier... Ach komm, komm, wir machen weiter. Themenwechsel. Aber ganz schnell. So, Achterbahnfahrt. Ich bin fast in Orange reingefahren. Müssen wir auch noch überstehen. Bitte? Ich war gerade so abgelenkt von unserem Thema, dass ich wirklich fast in Orange reingefahren wäre. Ne? Ich hätte den... Also jetzt, wo Danja im Urlaub ist, muss einer wirklich hier den Danja-Move noch bringen. Ich hoffe, es wird aber Tom. Von den stinkenden Füßen erfasst. Ja, jetzt fängst du wieder an mit den stinkenden Füßen, ne? Ich hab nicht angefangen. Lassen wir's. Schaut bei Danja vorbei. Da sind wir wieder bei Käsekahn, hä? Ja, unter anderem. Also ich meine, der Spitzname passt aber wirklich. Ja, weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. So, dann müssen wir einmal hier lang. Let's go. Wenigstens rieche ich nach Minze. Mhm, ja. After Eight. Ja. Alles klar. Was hast du gegen After Eight? Mal ehrlich, was hast du gegen After Eight? Gibt's das überhaupt noch? Natürlich. Ja? Naja, es gibt doch teils noch so Weihnachts-Editions, aber gut, Inhalt ist halt dasselbe. Die Verpackung sieht halt nur so weihnachtlich aus, aber... War klar, dass du das noch weißt. Ja, aber ich habe sie mir auch schon länger nicht mehr gekauft, bin ich ganz ehrlich. Aber ich mag sie. Also ich mag es wirklich. Es gibt ja auch After Eight als Eis, ne? Ja, aber das ist doch nichts anderes als einfach Minze und Schokolade. Ja, das ist doch After Eight generell. Ja, aber als Eis, finde ich, geht das noch klar. Komischerweise mag ich es als Eis weniger, aber als Schokolade mag ich es. Ja. Siehst du? Frag mich nicht. That's the problem. Ja. Ist genauso wie wenn Leute sagen, ich mag Ketchup, aber ich mag keine Tomaten. Kenne ich auch sehr viele. Ja, stimmt, wo du es jetzt gerade sagst. Magst du denn Tomaten? Ja, also ich habe jetzt kein Problem damit. Ah, okay. Ja, also ich kenne viele, die mögen halt keine Tomaten. Man muss sich damit übertreiben, aber so ab und zu sind Tomaten schon ganz gut. Aber es tut mir leid, Curry Ketchup ist immer noch besser als... ja, das stimmt. True. Als normaler Ketchup. Das ist ein Statement. Guck mal, da sind wir uns nochmal einig. Guck mal, wir sind uns einig. Und Leute, das ist doch schön, dass wir zum Ende hier noch etwas haben, wo wir einer Meinung sind. Curry Ketchup. Das war die Challenge, Nicht-Pause-Challenge. Also wir durften nicht stehen bleiben. Und wir haben es geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Bye, bye.